Hilfe, ich habe keine Heilsgewissheit. Wie bekomme ich Heilsgewissheit? Und was bedeutet das? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Es geht um das Heil Gottes. Das Heil Gottes umfasst alle geistlichen Segnungen und Güter, die der Mensch empfängt, wenn er an Jesus Christus glaubt, wenn er im Glauben Jesus Christus als seinen Retter annimmt. Dann empfängt er das Heil Gottes. Und dieses umfasst viele Facetten und Aspekte, wie zum Beispiel die Errettung vor der Hölle, Vergebung der Schuld, Versöhnung mit Gott, Frieden mit Gott, Rechtfertigung und vieles mehr. Dieses Heil Gottes ist dokumentiert im Wort Gottes in der Bibel. Das ist die Heilssicherheit. Die Heilssicherheit ist die im Wort Gottes dokumentierte Lehre über das unverlierbare ewige Heil. Diese Heilssicherheit ist damit faktisch, objektiv und unanfechtbar. Das Heil Gottes ist also im Wort Gottes zugesichert und durch den Geist Gottes bestätigt. Es umfasst also alle Zusagen Gottes über das Heil für einen Gläubigen. Ganz anders ist die Heilsgewissheit. Die Heilsgewissheit ist subjektiv, denn die Heilsgewissheit ist das innere Wissen und Empfinden, dass ich gerettet bin. Und das ist subjektiv und angefochten. Die Heilsgewissheit hängt ab von meinem inneren Wissen, von meinen Empfindungen und vielem mehr. Ein wiedergeborener Christ kann das Heil Gottes nicht verlieren, aber er kann die Heilsgewissheit darüber verlieren. Denn dies ist angefochten von vielen Störgrößen. Nun, welche Faktoren gibt es, die die Heilsgewissheit anfechten oder dazu führen, dass man die Heilsgewissheit verliert? Zum einen Sünde, das heißt, wenn ein Gläubiger in Sünde lebt, also sündige Lebensverhältnisse hat, dabei geht es nicht um Gelegenheitssünden, sondern um sündigen Lebensstil, das kann die Heilsgewissheit beeinträchtigen. Wenn er auch keine Bibellese hat, denn dann kennt er die göttlichen Zusagen gar nicht, er kennt die Heilssicherheit gar nicht, die in der Bibel dokumentiert ist. Wenn er kein Gebetsleben hat, wenn er keine Anbindung hat an eine gute bibeltreue Gemeinde, denn dort wird der Gläubige immer regelmäßig ermutigt und ermuntert durch Predigten. Durch falsche Lehre kann die Heilsgewissheit angefochten sein, durch den Teufel, durch Kleinglauben und Zweifel. Es gibt Christen, die haben einen ängstlichen, zweifelnden Charakter. So gibt es viele Faktoren und Einflussgrößen, Störgrößen, die die Heilsgewissheit beeinträchtigen können oder sogar zum kompletten Verlust der Heilsgewissheit führen können. Nun, was ist die Folge einer fehlenden Heilsgewissheit? Die Folge ist, der Gläubige hat keinen Frieden. Er hat keinen Frieden im Herzen und er hat keinen Frieden im Gewissen. Und letzten Endes gibt es kein geistliches Wachstum. Ohne Heilsgewissheit gibt es kein geistliches Wachstum. Nun, was kann der Gläubige tun, um die Heilsgewissheit zu schützen oder um sie wiederzuerlangen? Zum einen, er soll sein Leben bereinigen von sündigen Lebensverhältnissen, denn Sünde trennt immer von Gott in praktischer Weise. Er sollte regelmäßig die Bibel lesen, denn in der Bibel findest du die Zusagen in Bezug auf das Heil Gottes, die Verheißungen. Auch ein Gebetsleben sollte er haben und Jesus Christus um Glauben bitten und ihm helfen, dass er ihm hilft, wenn er zweifelt. Der Gläubige sollte eine Anbindung haben an eine bibeltreue Gemeinde, denn dann kommst du in der Predigt in die Ermunterung und Ermutigung durch das Wort Gottes. Der Gläubige sollte die gute Lehre festhalten, sich die gute, gesunde Lehre aneignen und vieles mehr. Das sind also alles Dinge, die der Gläubige tun kann, um seine Heilsgewissheit wiederzuerlangen oder sie auch zu schützen. Dann hat der Gläubige ein gestärktes und siegreiches Christenleben. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, dieses Thema besser zu verstehen. Falls du aber noch Fragen und Anmerkungen hast, dann schreibe diese gerne in die Kommentare. Und wenn du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich diesen Kanal und schaue dir nun dieses hilfreiche Video an.